Ja, eine Anwendung zur Hauptachsentransformation. Um was geht es? Ich habe mir die folgende Gleichung ausgedacht. 5x Quadrat minus 4xy plus 5y Quadrat ist gleich 1. Hier erkennt man, wir sind auf die Gleichung bezogen im R2, denn ich habe nur zwei Koordinaten x, y. Also habe ich tatsächlich ein Objekt, eine Figur im R2. Ich weiß, was die Gleichung hier zu bedeuten hat. Das ist eine gekippte Ellipse. Es schaut ungefähr so aus. Aber wenn man es nicht wüsste, ja, also wenn ich jetzt nicht schon aufgrund von meinen Kenntnissen wissen würde, und ich habe ja das Video jetzt erstellt, dass hier eine Ellipse steht, dann würde ich auch erstmal großes Fragezeichen haben, was soll das überhaupt bedeuten? Das sind alle x, y bzw. alle Vektoren im R2, die diese Gleichung erfüllen. Und diese Gleichung ist erfüllt für all diese Vektoren hier. Für all diese Vektoren. Ja, ich könnte jetzt hier gedanklich rumwandern. Natürlich ist das eine Skizze, ja. Man muss sich das ganz dicht ausgefüllt vorstellen. Also jeweils immer vom Ursprung weg zu diesem Rand. Ja, dann habe ich Punkte hier. Und die Vereinigungsmenge dieser ganzen Punkte bildet eben eine Ellipse. Und die sieht man ja, ist schräg. Also die sitzt nicht so symmetrisch auf diese Koordinatenachsen bezogen, sondern die ist etwas gekippt. Also erhofft man jetzt durch eine andere Wahl der Basis, hier habe ich meine normale Standardbasis, eine etwas ja eindeutigere Formulierung von dieser Gleichung zu erhalten. Eindeutiger in Bezug auf ja die Identifikation dieser Gleichung. Hier liest man schlecht ab, dass es eine Ellipse ist. Aber wenn ich diese Gleichung transformieren könnte in x Quadrat durch a Quadrat plus y Quadrat durch b Quadrat gleich 1, dann weiß man aus der Geometrie oder ja spezieller ausgedrückt aus der Tabelle der euklidischen Normalformen, dass diese ja Gleichung ja nichts anderes als eine Ellipse darstellt. Also hier von dieser Gleichung liest man schon eher ab, um was für ein geometrisches Objekt es sich handelt. Hier liest man das geometrische Objekt sehr schlecht ab. Also bedeutet es geometrisch betrachtet, wir suchen eine Basis, ja? Und aufgrund der Lage von dieser Ellipse bietet es sich an, die Hauptachsen zu transformieren. Mit Hauptachsen ist gemeint diese Achsen, die sich auf mein Koordinatensystem, hier den R2, beziehen. Ja, und geeignet würde bedeuten, ja, dass diese Achse eben um einen Winkel hier kippen muss und diese Achse um einen Winkel kippen muss. Somit hätten wir die Hauptachsen transformiert. Wir müssen also hier diese Gleichung irgendwie umschreiben, um eine Information zu erhalten, die sich auf Matrizen bezieht. Ja. Ich könnte die Gleichung, die linke Seite zunächst mal so schreiben. Transponierter Vektor im R2. Jetzt habe ich hier 5 und hier 5, dann schreibe ich hier 5 und hier 5 und das in der Mitte, das halbiere ich. Dann hätte ich hier minus 2 und hier minus 2 und hier schreibe ich diesen Vektor in Spaltenformulierung. Und das ist ja nichts anderes als, weil das nur eine andere Schreibweise für ja diese Zeile ist, ja. Warum ist das nur eine andere Schreibweise? Hier auf den Vektor bezogen steht sozusagen eine Matrix. Ich kann jeden Vektor als Matrix lesen mit einer Zeile und zwei Spalten. Ja, 1, 2. Hier steht eine Matrix mit zwei Zeilen und zwei Spalten. Und hier steht eine Matrix mit, ja, zwei Zeilen und einer Spalte. Eine Spalte, ein Spaltenvektor.
als Matrix geschrieben, ist das eine Matrix mit zwei Zeilen und einer Spalte. Ja, und nach Definition des Matrixproduktes gelingt ja eine Matrix-Multiplikation immer nur dann, wenn diese beiden, ja, Zahlen übereinstimmen. Hier muss dasselbe stehen wie hier. Und dann bekomme ich als Lösung auf dieses Beispiel bezogen eine Matrix mit zwei Zeilen und einer Spalte. Das funktioniert dann hier genauso. Die stimmen überein. Und letztlich bekomme ich eine einzige Zeile. Ja, genau das, was ich brauche. Denn hier steht eine einzige Zeile. Gut. Also, das ist die Kenntnis, die man hier benötigt. Also, wir haben unsere Gleichung umgeschrieben. Aber warum schreiben wir die um? Naja, jetzt habe ich hier eine Abbildung. Ja. Der Bereich interessiert mich. Und von Abbildung weiß ich, die ist symmetrisch, die Matrix. Dann ist sie diagonalisierbar, weil jede symmetrische Matrix diagonalisierbar ist. Und von dieser Matrix weiß ich, dann gibt es Eigenvektoren. Also Vektoren, die nicht, ja, ihre Orientierung ändern beim Abbilden, die nur ihre Länge ändern. Das wäre jetzt in dem Beispiel bezogen, wären das genau diese Vektoren. Einmal der hier und einmal der hier. Und die brauchen wir und mit denen erzeugen wir die neue Basis und transformieren damit diese Gleichung, sodass wir die Ellipsengleichung ablesen können. Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe. Das ist die Hauptachsentransformation. Gut, ich ermittle das charakteristische Polynom von dieser Matrix, aber über einen, ja, schnellen Weg. Ich weiß, dass es aufgrund der Matrix Konstruktion hier, ich habe nur zwei Zeilen und zwei Spalten, dann muss das charakteristische Polynom die Gestalt haben. Lambda Quadrat minus die Spur von dieser Matrix, die bezeichne ich an der Stelle mal mit A, plus die Determinante von dieser Matrix A. Ja gut, eingesetzt habe ich hier Lambda Quadrat, die Spur, ich brauche nur die Einträge auf der Hauptdiagonalen zusammen addieren. Das Minus berücksichtigen habe ich hier minus 10. Hier natürlich noch Lambda dazu tragen, Lambda. Und die Determinante ist hier 5 mal 5 ist 25, minus 2 mal minus 2 ist 4. Von 25 4 abgezogen ist plus 21. Ja, das kann ich mit dem Satz des Vieta geeignet faktorisieren. Dann steht hier Lambda minus 3 mal Lambda minus 7. Dann lese ich hier ab, Lambda 1 ist 3 und Lambda 2 ist 7. Ja, jetzt ermittle ich die Eigenvektoren. Dazu muss ich rechnen auf der Hauptdiagonalen, also jeweils den entsprechenden Eigenwert abziehen. Dann hätte ich zunächst für Lambda 1, 2 oben links, hier schreibe ich ab, unten schreibe ich auch ab. Und hier hätte ich dann auch 2, denn 5 minus 3 ist 2. Dann suche ich den ersten Eigenvektor, nämlich den Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 1, deswegen der Index 1. Und das Ganze muss dem Nullvektor entsprechen. Dann lese ich direkt ab. Dann ist V1 zum Beispiel 1, 1, denn der Eigenvektor ist ja nie eindeutig. Denn jedes Vielfache von dem ist ja wieder ein Eigenvektor. Also es gibt unendlich viele Eigenvektoren. Jetzt zum Eigenwert Lambda 2 werde ich zu rechnen 5. Minus 7, also ist dann minus 2 auf der Hauptdiagonalen und den Rest schreibe ich ab. Und jetzt kann ich auch hier beliebig sein. Hauptsache diese Gleichung ist erfüllt. Dann wähle ich hier V2 ist gleich 1 minus 1. Ich hätte auch minus 500 und 500 für y wählen können, wäre auch richtig. Aber man wählt natürlich immer die Eigenvektoren so, dass man leicht damit rechnen kann. Ja, daraus folgt, ich habe eine neue Basis für den R2 gefunden. Im R2 liegt ja diese Ellipse drin, ja. Und den R2 kann ich dann als Menge so schreiben. Ich normiere diese zwei Basisvektoren gleich, also die sollen die Länge 1 haben. Dann brauche ich hier den Vorfaktor. Brauche eine Linearkombination
Also sage ich hier Alpha mal 1 durch Wurzel über 2 mal dieser plus Beta mal 1 durch Wurzel über 2 mal dieser Eigenvektor. Insgesamt eine Basis des R2. Ja, erzeugt dann den R2 komplett, wobei wir hier die Skalare noch wählen müssen und die sind aus den reellen Zahlen. So. Gut. Also gilt doch, wenn ich diese Koordinatenachsen hier mit ja, x' und y' bezeichne, also meine neuen Achsen, dann gilt doch jetzt an der Stelle x' mal dieser Basisvektor plus y' mal dieser Basisvektor ist, naja, der Vektor bezogen auf die alte Basis ist klar, ja. Wenn ich hier beliebig meine neuen Basisvektoren linear kombiniere, beide hängen ja am Ursprung meines kartesischen Koordinatensystems, dann habe ich eben die Position gemessen mit der alten Basis, ja. Denn hier steht ja x mal ex plus y mal ey. Hier sind ja meine alten Basisvektoren. Ja, gut. Dann kann ich aber das auch so schreiben, als Matrix 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2, minus 1 durch Wurzel 2 mal die neuen Koordinaten sind die alten Koordinaten. Ja, daraus folgt, meine alte Koordinate x hat nun die Gestalt. Wir haben hier eine Koordinatentransformation vorliegen und die alte y-Koordinate hat dann die Gestalt. So, eingesetzt in die Ellipsengleichung, die unschön wirkt, habe ich zunächst 5 mal 1 durch Wurzel 2 mal x' plus 1 durch Wurzel 2 mal y' zum Quadrat minus 4 mal 1 durch Wurzel 2 mal x' plus 1 durch Wurzel 2 mal y' mal, hier steht ja xy, ja, 1 durch Wurzel 2 mal x' minus 1 durch Wurzel 2 mal y' plus 5 mal 1 durch Wurzel 2 mal x' minus 1 durch Wurzel 2 mal y' zum Quadrat. Man kann jetzt beliebig zusammenfassen. Ich habe mich dafür entschieden, hier erstmal 1 durch Wurzel 2 mal x' plus 1 durch Wurzel 2 mal y' auszuklammern. Dann habe ich hier eine eckige Klammer zu formulieren. Dann habe ich 5 mal, naja, 1 durch Wurzel 2 x' plus 1 durch Wurzel 2 y'. Und ja, wenn ich das ausklammer, dann kann ich auch den mittleren Teil berücksichtigen. Dann hätte ich hier minus 4 mal 1 durch Wurzel 2 x' minus 1 durch Wurzel 2 y'. Klammer zu und den letzten schreibe ich ab. 1 durch Wurzel 2x' minus 1 durch Wurzel 2y' zum Quadrat. Das wäre jetzt zunächst. Ich kümmere mich erst um diesen Anteil. Dann hätte ich 1 durch Wurzel 2x' plus 1 durch Wurzel 2y'. So, eckige Klammer, 5 mal Wurzel 2x' plus 5 mal Wurzel 2y' minus 4 mal Wurzel 2x' plus 4 mal Wurzel 2y'. So. Ja, und den Rest schreibe ich wieder ab. 5 mal 1 durch Wurzel 2x' minus 1 durch Wurzel 2y' zum Quadrat ist gleich. So, 1 durch Wurzel 2x' plus 1 durch Wurzel 2y'. Hier kann ich zusammenfassen. Dann hätte ich 1 durch Wurzel 2x' plus 9 durch Wurzel 2y'. Ja, denn 5 minus 4 ist nun mal 1. Ja. Und 5 plus 4 ist nun mal 9. So, plus 5 mal. Ja, jetzt kann ich hier das mal ausmultiplizieren. Dann hätte ich
1/2 mal x' Quadrat minus 1 mal x' mal y', denn 2 mal 1/2 ist nun mal 1, und zwar minus 1, minus 2 mal 1/2 ist minus 1, plus 1/2 mal x' zum Quadrat ist gleich. So, jetzt habe ich hier 1, und zwar 1/2. Wir multiplizieren jetzt hier aus, ja. Dann habe ich hier 1/2 x' zum Quadrat plus 9/2 x' y' plus 1/2 x' y' plus 9/2 y' zum Quadrat plus 5/2 x' zum Quadrat minus 5x' y' plus 5/2 y' zum Quadrat. So ist gleich 1/2 x' zum Quadrat plus 5 mal x' y' plus 9/2 plus 5/2 x' zum Quadrat minus 5x' mal y' plus 5/2 mal x' zum Quadrat. Man sieht, die Mischterme heben sich weg. Und ich habe, ich fasse gleich zusammen und Klammer aus, also ich hätte hier 1/2 plus 5/2 mal x' zum Quadrat, und hier hätte ich 9/2 plus 5/2 mal y' zum Quadrat. Ja, 2,5 plus 0,5 ist 3x' zum Quadrat, und 4,5 plus 2,5, naja, ist 7y' zum Quadrat. Wir erkennen hier an der Stelle unsere Eigenwerte. Ja, und diese Gleichung, die kann ich so schreiben. Das ist nichts anderes als x' zum Quadrat dividiert durch 1 Wurzel über 3 zum Quadrat plus y' zum Quadrat dividiert durch 1 dividiert durch Wurzel über 7 zum Quadrat. Und diese Gleichung hier ist ja 1, ja? Steht ja hier. Also, eins, eins. Gut, wir sind am Ziel. Wir können an der Stelle das auch in Matrix-Schreibweise formulieren. Jetzt habe ich eben meine Diagonalmatrix hier, x' y' als Zeilenvektor, und hier steht 3, 7 und sonst 0 mal x' y' ist 1. Ja, hier erkennt man eben die Diagonalisierung der Matrix A. Aber was für uns interessant ist, wir haben jetzt die Ellipse beschrieben mit einer neuen Basis. Also einerseits gilt ja, die Ellipse, E steht für Ellipse, ist die Menge aller Vektoren x, y, die ich über die Basis ausgedrückt so schreiben kann. Das sind Vektoren in R2, für die gilt 3x Quadrat minus 2xy plus 3y Quadrat ist 1. Aber nun gilt für die gleiche Ellipse auch, das sind alle Vektoren x' y' über die Basis ausgedrückt 1 durch Wurzel 2, 1, 1 plus y' mal 1 durch Wurzel 2 mal 1 minus 1 Element aus R2, für die gilt, naja, x' zum Quadrat dividiert durch 1 minus Wurzel 3 zum Quadrat plus y' zum Quadrat dividiert durch 1 dividiert durch Wurzel 7 zum Quadrat ist 1. So. Diese beiden Mengen sind gleich, ja. Aber
Hier habe ich eben eine angenehme Darstellung dieser Menge. Hier lese ich ab, um was für ein, hier lese ich leichter ab, um was für ein geometrisches Objekt es sich letztlich hier handelt. Ja? Deswegen bevorzugt man eben manchmal die sogenannte Hauptachsentransformation.